Kennt ihr noch diese Teile? Die waren damals richtig geil. Neben Pokémon, Digimon und anderen Serien, Karten und Spielzeugen, die ich damals geschaut, gehabt und mit denen ich gespielt habe, war das einfach der nice Scheiß. Beyblades waren damals wirklich der Shit. Jeder hatte damals einen und hat mit seinem MVP versucht, seinen Titel zu verteidigen. Den Titel des krassesten Beyblers der Stadt. Ist ja logisch. Aber angefangen hat's bei mir so. Mein Bruder und ich haben jeweils ein Beyblade zu Weihnachten von unserem Cousin bekommen und ich war so geflasht. Das war auf jeden Fall so eines der Highlights für mich während der gesamten Beyblade-Phase. Mein Bruder hatte am Anfang Rock Leon und ich hatte Storm Pegasus. Und wer Storm Pegasus in Real Life kennt, weiß, dass er in Wirklichkeit einfach nur Shit ist. Mir tun die armen Kinder leid, die damals Pegasus haben wollten und die sogar auch bekommen oder gekauft haben, weil dieser in der Serie einfach so jeden zerfetzt hatte, aber in Real Life einfach nur Kacke war. Das lag by the way an seiner Gummispitze. So ging Pegasus immer sehr schnell K.O. und jeder, der ihn hatte, hat sich richtig verarscht gefühlt. Aber ja, ich wollte jedem Bait trotzdem von jedem Kind zerstören, aber das ging mit meinen Pegasus ja überhaupt gar nicht. Irgendwann habe ich dann vollkommen die Komplexe gehabt, also habe ich mir eine weitere Beyblades gekauft. Ich hatte sehr viele, weiß aber leider nicht mehr jeden Namen, muss ich sagen. Die ich noch weiß und die ich auch wirklich hatte, waren Pegasus von Linga, Aquario von Hikaru, Striker von Masamune, Eagle von Tsubasa und viele, viele weitere. Ich hatte safe so 60 Beyblades, mit denen ich dann immer jeden Tag gezockt habe. Genauso wie Skyliners, aber das ist ein anderes Thema. Und ja, ich hatte dafür sehr viel Geld ausgegeben. Ja, meine Brieftasche hat geweint. Beziehungsweise die der meiner Eltern. Ja, ich hatte so 60 Stück. Aber mein Lieblings-Beyblade hatte ich leider nie und das war Libra. Ich fand Use Inferno Blast damals so ultra geil und den Bay habe ich auch so übel nice gefunden. Aber den bekam ich leider nie, das ist so sad. Aber ja, wir haben zu viel Beyblade und allgemein nicht nur mit Beyblade, sondern auch mit Pokémon oder Yu-Gi-Oh! Karten, dem Gameboy und so weiter gespielt, vor allem in der Grundschule. Auf meiner alten Schule hatten wir so viel mit Beyblades, Yu-Gi-Oh! Karten und Pokémon spielen etc. gespielt, dass sie an unserer Schule irgendwann tatsächlich verboten wurden. Wirklich alles. Meine gesamte Kindheit einfach und ich weiß sogar noch, eine Lehrerin hatte damals sogar meinen allerersten Game Boy Advance SP einkassiert. Sie hatte wirklich einkassiert, weil ich damit gespielt hatte und ich hatte dann übel krass geheult, das weiß ich noch ganz genau. Und der war es komplett egal. Der war es wirklich komplett egal, dass ich da geheult hatte. Der war es komplett egal, dass ich meine Lieblingskonsole quasi einfach nicht mehr hatte. So, das war ja komplett egal. Eltern haben sich beschwert, die Lehrer haben drauf geschissen. Wir haben irgendwo in der Ecke dann natürlich weitergemacht, ne? Wir haben weiter Pokémon Battles gemacht mit unseren Pokémon Karten. Wir haben weiter Pokémon getauscht per Linkkabel, ne? Alles easy. Und ich meine, irgendwann nach der Grundschule war es dann auch jedem komplett egal, weil dann konnten wir wieder irgendwas zocken. Aber kommen wir doch zum Schluss nochmal zur Serie. Die habe ich, wie bereits erwähnt, damals, bevor ich ein Bay hatte, geguckt. Und ich persönlich habe nur die Beyblade Metal Fusion Reihe gesehen, also alles, was mit Linga und seiner Crew zu tun hatte. Und ich muss auch wirklich sagen, ab und zu schaue ich diese Serie immer noch. Vor allem die Kämpfe von den Beyblade Weltmeisterschaften, die waren unfassbar nice. Denn der ganze andere Rest war einfach nur Müll. Ich meine, was ist das hier? Ab da war ich wirklich komplett raus. Ich meine, WTF, das sind einfach nur Räder. Denn zum Beispiel der Beyblade Metal Reihe fand ich die Charaktere damals, also Linga und seine Freunde, Masamune, Kiyoya, Tsubasa, etc. sehr, sehr cool und vor allem Linga war wie eine Art Vorbild für mich. Er hat immer alles gegeben, egal ob er schlecht für ihn aussah oder nicht, egal ob er auch mal einen Kampf verloren hatte oder was auch immer. Er hat wirklich nie aufgegeben, bis zur letzten Sekunde immer weitergekämpft und das fand ich wirklich sehr beeindruckend. Auch allgemein die verschiedenen Charaktere. Nicht nur auf der guten Seite, sondern auch auf der bösen Seite gab es mit den verschiedensten Teams auch die verschiedensten Charaktere, zu denen man sich seine eigenen individuellen Meinungen gebildet hat. Du hast auch von so vielen, nicht nur von Linga, so viele tolle Werte für die Zukunft bekommen, dass ich heute sogar noch sagen kann, was ein Kämpfer ausmacht und warum man für seine Ziele hart arbeiten bzw. kämpfen sollte etc. Ja, die Story ist zwar teilweise schon plump aus heutiger Sicht, man versucht, so wie gut in jedem Anime der Beste von allen zu sein, aber damit ist man bei Beyblade nicht alleine. Viele haben ebenfalls das Ziel und du erlebst viele aufstrebende Blader, die einen großen Kampfgeist und ein großes Bladerherz haben. Während bei versucht man irgendwie die Welt vor geheimen Organisationen zu beschützen und die Welt vor denen zu retten, und weil es ja auch nicht immer derselbe Gegner ist, sondern wie bereits erwähnt viele verschiedene, die sich zum Teil auch gegen ihre Truppe stellen, ist das alles interessanter gestaltet in meinen Augen. Man sieht dabei auch, wenn Linga und seine Freunde gegen diese Bösewichte kämpfen, immer was wahre Freundschaft bedeutet, und das finde ich immer sehr, sehr schön. Und natürlich, weil Storm Pegasus und Rock Leon meine, beziehungsweise auch von meinem Bruder die ersten Bays jemals waren, habe ich zu denen und allgemein zu diesem Anime eine eher besondere Bindung als zu den anderen. Das ist aber jetzt auch leider eher weniger geworden. Ich habe mittlerweile auch tatsächlich gar keine Beyblades mehr, wobei ich mir gerade tatsächlich auch überlege, mir irgendwelche zu holen. Natürlich auch nur die krassesten und dann rase ich wieder alle weg, ist ja auch logisch. Aber gut, das war's von meinen Erfahrungen rund um Beyblade. Was ist für euch der schönste Beyblade-Moment gewesen und welche Bays hattet ihr damit so? Oder habt ihr sogar welche immer noch? Schreibt es unten in die Kommentare und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein!